Willkommen zurück zu ARK Survival Wolf mit dem Klim und dem Spitzes-LP. Hallo. Ja. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Oder Mittag, wenn ihr es guckt. Wir sind am Vulkan, ja, wir brauchen Metall, denn wir brauchen Kühlschränke, Generatoren. Der ganze Shit, den ich da nicht gelernt habe. Alles. Ich wollte nicht lernen. Ich ja, aber wir den machen können. Ich habe ja gesagt, ich bin unser Baumeister. Ich habe auch schon Stühle und Tische in unsere Base gepackt. Alles gut. Alles gut. Ich farm mal Kristalle, weil ich will unbedingt diese scheiß Pilze haben. Ich will so ein Känguru haben. Was für Kristalle jetzt immer? Hier, Fitz ist ja der Typ, der hat in seiner Freizeit nichts anderes zu tun, als sich ARK durchzulesen, habe ich das Gefühl. Warum denn? Weil du immer alles weißt. Du weißt halt, du weißt schon Sachen, bevor die Entwickler das wissen, habe ich das Gefühl. Ja, ist also gut so. Sonst würdet ihr ja hier alle sang- und klanglos untergehen. Ja. Aber sowas von. Ja, wie schnell ist der denn voll, ey, krass. Also wir fahren ja auch schon jetzt so ein paar Minuten, also bevor wir die Folge angefangen haben. Und der Kackfuhl ist deswegen auch schon ziemlich voll. Oh ja, also so viel solltet ihr jetzt nicht mehr nehmen. Wir könnten Stein rauswerfen. Ja, pass mal auf, dann nehme ich dir auch noch mal ein bisschen Kristall hier mit. Für Zisch, ja. Und dann fliege ich schon mal zurück, weil ich muss ja sowieso zwischen mal landen. Also den Kristall selber, den brauchen wir nicht zwangsläufig. Ich brauche nur die Pilze, die da ab und zu droppen. Achso. Naja, ich flieg schon mal zurück, ich muss wie gesagt zwischenlanden und du okay. Hast gesagt, ich soll mir in der Aufnahme... Warte mal, wo bin ich denn hier? Probier mal, da. Weißt du, wo es zur Base geht, ne? Ja. Ich bin ja kein Sepp. Warte mal, die grünen Dinger, kann ich die öffnen? Geh in den Tiefflug, wenn du dann ankommst. Ja. Normalerweise müsstest du mit deiner Stamina durchfliegen können. Ja, nee, kann ich nicht. Vielleicht ohne die ganze Zeit Shift zu drücken, aber... Selbst dann, ich habe... ich hatte 470, als ich hier angekommen bin. Und also ich bin einmal rübergeflogen, also eben gerade zum Vulkan halt hin. Und da musste ich auch zwischenlanden. Ist ja kein Problem, dann lande ich eben und gut ist. Boah ey, 100 Kristalle, weg damit. 100 Stück schmeißt du einfach weg. Kurz ja, ich kann es auch da lassen und schmeiß ich den Vogel rein. Ja, pack den Vogel, der kann noch ein bisschen was tragen. Oh, Skorpion. Aua. Zack. Okay, ich muss mich irgendwo in Sicherheit bringen. Gewicht 1085 von 1360. Also 100 kannst du noch und dann ist Feierabend. Ah ja, hier kann ich gut landen. So, was soll ich mir jetzt eigentlich angucken hier, Fitzes? Ich meine, dann bist du bei knapp 1200, dann passt das. Du meinst diese riesige Mauer mit dem fetten Tor, oder was? Ja, zum Beispiel. Warte, ich komm mal mit. Oh hier, UPS kann ich leveln. Jawohl, und... So, einmal hoch. Ich habe das Gefühl, ich muss mit Leertaste hoch. Ui. Oh ja, das wird jetzt. So, kurz. Ja, hier ist schon einiges gebaut. Ja, geil. Aber wir müssen in die Richtung. Das hier oben ist ja unser Lager. Dann schmeiß was weg. Mach, du schmeißt die Hälfte der Kristalle weg. Hier wurde auch schon viel gebaut, also das kann man ja mal zeigen, was die anderen so gebaut haben. Das ist ja auch schon ganz geil immer. Mein wichtig, dass zu diesem Plateau, was ich da dir gesagt habe. Hey, geil, der hat ja eine geile Brücke gebaut auch. Alter, immer noch so schwer. Und ich fliege jetzt mal eben zu dem Plateau. Oh, hier ist fette Dinos sind hier am Start. Ja, da müssen die Kristalle halt weg. Oder ich schmeiß ein paar. Ja, ich schmeiß flieg ein bisschen Metall weg. Flieg doch aufs Tor, du Dino. Oder du fliegst halt ein bisschen langsamer. Ey, geil, auch so einen fetten. Oh, so geil, so einen fetten Dino ist auch geil. Oh, falsche Richtung. Die ersten haben sich auch schon. Oh, das Haus von dem hier ist schick. Die haben sich auch schon mit Giganto angelegt. Also. Da oben, die Gruppe, die ist fleißig am Sterben. Also das Haus sieht ja extrem nice aus, muss man sagen. Auf dem Plateau? Ja. Ah, das ist richtig krass. Ja, sowas kann ich aber auch bauen. Das hat der in 2 Tagen dahin geklatscht, ne? Ja, wenn ich genug... Ja, das ist ja auch nur als Attach, ist ja... Sowas werde ich auch noch machen. Sowas werde ich auch noch machen in unserer, für unsere Bude. So in 2-3 Stunden kannst du so extrem viel Holz und so fahren mit dem Mammut, das ist echt übertrieben. Ja, jetzt vor allem in unserem, weil da auch übelst viel reingeht. Jo. Ja, wie gesagt, so ein Ding kann ich uns auch zusammenzimmern. So ein Häuschen. Blöde. Industrial Grill, Alter, geil. Ja, den so einen bauen wir jetzt auch, ne? Folge. Ja, genau. So. Oh, mit Pincode. Was? Activated Open Pins? Remove Activation Keypad. Goddammit, ich bin zu blöd zum Reden. So, die Frage ist jetzt aber, wie zum Teufel komme ich wieder raus? Das ist ein Fenster. Da ist eine Tür. Vielleicht soll ich die Tür wieder zumachen. Ich bin so langsam. Weißt du, ich mach seine Tür zu und mir fällt ein Klumpen Scheiße auf den Kopf. Das könnte wegen meinem Jürgen sein, den ich dabei hab. Aber ja, wo ist denn mein verkackter Drecksvogel? Der gibt den, ihr gebt den alle so gemeinen Namen, Alter. Meine Sachen heißen immer Jürgen.
Ja, Peter hat ja den einen Tag hier alles umbenannt. Ja. Ja, das ist, darf man ja nicht vergessen. So, ich bin wieder da, so, einmal, zack. Also hätte ich so einen bei mir auf dem Server, ne? Ich hätte ihn direkt gebannt. Der die umbenennt, oder? Ja, so ein Peter. So, wie sieht's denn jetzt aus? Wollen wir mal, wir wollen ja im Prinzip auf dem Wasser wohnen, ultimativ, ne? Wie, Aha, ja. Achso, ich dachte, wir hätten schon wieder jetzt einen neuen Plan gemacht. Nein. Aber deswegen muss ja, unsere Starting Hut ja nicht hässlich sein, eigentlich. Das wird aber heftig, weil da überall die Korallen sind und du da richtig Scheiße bauen kannst. Das heißt, wir müssen von irgendwo, müssen wir erstmal gucken, dass wir einen richtig langen Steg bis raus aufs Meer machen. Wir so, haben doch schon einen mega langen Steg. Ja, das ist ja gar nichts. Ein semi-langen Steg. Lustig, das geht bis dahin, wo du ungefähr 50 bis 100 Pillars brauchst, um oben eine Foundation setzen zu können. Warum wollt ihr denn so weit hin? Ja, weil das Waterworld wird, kennst du? Nee, Waterworld kenne ich immer noch nicht. Das hat die mich beim letzten Mal schon gefragt. Ja, dann schlecht. Letzte 6 Allgemeinbildung fehlgeschlagen. Ja. Weil ich Waterworld nicht kenne. Nein, du Fuckvieh. Oh, Alter. Oh, da ist mein Vogel an. Hier ist übelst viel Holz drin. Habt ihr das gesehen? Alter. Was, wo? Hier, direkt vor dem Waterworld-Projekt steht Mats für das Projekt Waterworld. Ja, ja. Liebe Grüße, Leo. Oh, hier, Alter, Katzenparty, geil. Hau ab. Haben die ja für uns gefarmt. Dann können wir da schon mal... Ja, dann kann ich ja jetzt gleich weitermachen mit den Pillars und so. Weil ich kann ja sowieso aktuell noch nicht, ne? Wenn ich wieder Dingens farmen soll, sag dir Bescheid. Also hier, Narcotics. Ja. Ne, erstmal nicht. Wooden Raiding zum Beispiel wäre eigentlich auch ganz geil. Ja, die brauchen wir erstmal nicht. Erstmal ja, sieht aber schön aus. Wooden Fans zum Beispiel auch. Kannst du mal bitte aus dem Weg gehen? Ich? Ja. Ja, okay, komm, ich tu dir den Gefallen, warte. Ich gehe für dich extra, gehe ich aus dem Weg hier. Schön. Danke. Sag danke. Sehr, sehr gut. Meine Güte. Ich hab dich gut erzogen. So, Sepp, hast du den Generateur gelernt? Generateur? Ich weiß White, nicht. Metal, Coal. Weil, guck mal. Kannst du den nämlich... Ja, hab ich. Dann startest du den mal. Weil ich brauche ja jetzt? Ich brauche die vollen XP nicht mehr. Sollen wir nicht einfach direkt beides craften, wenn das Ding schon mal an ist? Ja, kann ich schon anlassen, das ist kein Problem. Ja, ist laut. Weißt du? Hockt da einer auf unserem Rex oder warum latscht der? Der hat einen eigenen. Fremder Rex. Wir haben noch keine Truhe für Narcotics und schon Shit, ne? Latscht. So, ich pick's einfach in den erstbesten Behälter, der mir für die Flinte kommt hier, so tschüss. So, das hier. Alter, noch drin ist. Heftig, helft doch mal mit hier! Was denn? Ja. Ich oder was? Ja, irgendeiner von euch. Wer ist das denn hier? Boxe raus. Achso, das ist Bananensturm. Tschüss. Was? Da war Bananensturm in unserer Base. Ey, du Banane. Raus! Gott geraten in hier. Hör mal. Seid doch mal nett zu dem armen Mann. Steck dir für 5000 Likes eine Banane in den Arsch. Was hat jetzt? So, ich crafte uns mal so ein bisschen... Ja, die Frage ich weiß ist, nicht mehr, wer das war. Das war irgendein Video. Keine Ahnung. Da haben die gesagt, ja, bei 5000 Likes stecke ich meinem Kollegen eine Banane in den Arsch. Ach so, ja, das Video habe ich auch gesehen, Alter. Das ist richtig ekelhaft. Was ist voll gut, ne? Ich hätte das auch gemacht. Dunkel. Weil, guck mal, wie kurz der Typ ist. Steph, der ist noch kürzer wie du. Als du übrigens. Hör mal, du Rexreiter, komm mal runter da. Ui, Level up. Guck dir den kurzen Meter nochmal an hier. Ah, Catwalk kann ich auch lernen. Geil! Eigentlich. Hä, warum? Warum kann ich keine Enneagrams lernen? Oder habe ich den schon gelernt? Ich brauche keine Arme, wenn ich Hände habe. Guck dir mal meine Bratpfannen an. Hast du keine Punkte momentan zum Verteilen? Doch. Ich kann es echt nicht lernen. Ja, was denn zum Beispiel? Den Wooden Catwalk. Ach, ich hab nur 7 Enneagram Points, ja, nö, ne, never mind. Ich hätte mehr. 1091 hab ich noch. Crafting Speed? Ach, why not? So, jetzt hab ich 23, so, der ja. Fuck. Warum hast du noch 1000 Stück, Alter? Ja, weil ich mittlerweile Maximallevel bin. Ich hab auch noch 1300 übrig. Trapdoor.
Oh, Nether. Nein. Da kommt. Frame. Hast du denn alles gelernt oder was? Nee, nicht alles. Geht nicht. Glimm, los, raus jetzt hier Material reinkarren, damit wir hier weiterkommen. Los, 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 los. Alter, ja, ich bin schon gerade am Bauen. Los, du schaffst es. Schneller. Ja. Du schaffst es. So, erstmal schneller gemacht. Du kannst wunderschön singen. Okay, was machen wir jetzt mit unserem Haus? Wollen wir hier irgendein schönes Haus bauen oder ist es kackegal, was mit dem Haus hier passiert? Ich weiß nicht. Ist mir egal, ich baue es trotzdem schön. Ich versuche zu retten, was ich kann, okay? So, was man hier machen kann, ist auf jeden Fall schon mal ein Fenster reinbauen. Gut, dann machen wir, was wir wollen. Jo, dann gehen wir da mal eben hin und sammeln uns ein paar, ne? Ja, ja, respawn doch. Das ist doch, ne, ist alles frei, so außerhalb der Mauern. Alles klar. Packst du hier was an, kriegst du auf die Fresse. Tschüss. Ja, ich weiß, ich bin nett. Du bist sehr nett. Du bist die netteste Person, die ich kenne. Ich versuche jetzt gerade mal so ein bisschen... Ja, genau, die Jungs hier unten haben nämlich schon einen Generator stehen, ne? Lass mich Arzt, ich bin durch. Ja, ja. Lass mich durch, ich bin Arzt, heißt das eigentlich, Studio. Nein. Doch. Nicht. Lass mich Arzt, ich bin durch. Lass mich durch, ich bin Arzt. Lass mich durch, ich bin Hitler oder so. Wie war das? Ist doch egal. So, das hier muss ich kaputt machen. Entschuldigung. Ach, endlich haben wir Ausblick bei uns in der Base. Willst du jetzt hochbauen? Ja, ich baue uns einen zweiten Stock. Okay. Okay. Einfach akzeptiert so. Ist hier noch Fleisch drinne? Ja, hier ist noch was für euch, ne? Ja. Ja, das muss ich mir gleich nehmen, das Fleisch. Wooden Ramp. Ach, Wasser habe ich auch noch aufgefüllt, aber ich brauche mal einen Schluck. Genauso wie ich Hunger habe, so. Oh, ich habe noch unsere Sichel. Aber Sichel? Das war mir so. Haben wir irgendwo noch eine Forge steht, weil mit einer das Metall brennen, das wird ja ein bisschen ätzend hier. Es war 10.000%ig klar, dass du sagst, aber Sichel. Warst du jetzt gerade am Clusterfuck? Nein, ich habe nur Tor auf und zu gemacht, wollte pincoden. Also im Eingefall so, die Aufnahme läuft, lass du mal das pincoden jetzt in der Aufnahme. Vor allem immer noch der geilste Begriff überhaupt, der Clusterfuck. Ja, das ist voll der geile Begriff. Weil, ganz ehrlich, sehr passt was gegen die Clusterfuck-Area. Nein. Sehr gut. So, los, Sepp, jetzt hier. Generator bauen. Der arme Dodo, oh scheiße, ich bin glaube im Rex unterwegs, warte, ich komm zurück. Obwohl, soll ich kurz, ja, ich will einmal kurz den Clusterfuck zerballern. Ich bin gerade auf dem Weg. Aber komm bitte lebendig zurück, okay? Nee, aber der okay. Rex. Aber ich frag mich gerade, ob man so schräg bauen kann, weißt du, so ein bisschen... So wie es eigentlich nicht gedacht ist. Du musst die Bude dann nur direkt dicht machen, dass da keiner rein kann. Ja, da bin ich ja gerade bei. Gut. Die Ausdauer, ne, von dem Rex, aber ich will die nicht hochballern. So, kannst du doch machen, nur ein, zwei Level ist doch in Ordnung. So. Dann müsste ich logischerweise das hier zerstören. Hauptsache, er flackt hier erstmal das Ding in die Kiste rein. Ja. Ark hat mich das machen lassen, deswegen habe ich nicht gemeckert. Aua. Ja, leise. Okay, dann müssen wir ganz kurz gucken. So, euer Plan ist jetzt, den Generator bauen und das Ding bauen und so weiter und so fort, ne? Kann man dann auch Licht rein, theoretisch, so Stromlicht? Könnten wir machen, ja. Stell dich mal bitte press an die Wand, wenn du hier an den Schränken bist, damit die anderen durchlaufen können. Ja, ich kann mich gerade nicht bewegen. Hinter dir an die Wand. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Lass mich ganz kurz das Roof bauen und dann kann ich mich wieder bewegen. Hau dich krank, kein Haus, Mann! Guck mal, ist der am Wedeln mit dem Schwanz, ich da steh schon ganz hinten. Der Rex. Warte mal, ich gehe einfach hier so. Da machen vor Freude, komm. Ja, sehr schön. Ja, jetzt solltest du aber durchkommen. Ich kann's sagen, Alter. Okay. Genau, ich hole mir noch eine Ladung Öl. Also Klim, was also darf ich, immer... warte mal, darf ich auch keine, keinen Balkon bauen, es sei denn, ich baue eine Türe dahin. Richtig. Okay, dann baue ich noch eine Türe dahin. Was du auch immer wieder mal machen kannst, ist so nebenher, wenn du mal raufgehst, Öl sammeln, Heiz sammeln, das in die Forge schmeißen und anzünden. Ach scheiße, ich habe keine Energram Points mehr, ich muss Level up werden. Man könnte auch von hier aus die Pillars darüber ziehen. Weil da nämlich Benzin draus wird und Benzin brauchen wir. Für den Generator, schätze ich. Richtig. Boah, ich bin voll schlau, Alter.
Und der Dodo, ey, der tut mir immer noch leid. Warum? War dann einfach zu gut. Auf dem Weg zum Clusterfuck bin ich hier hinten den Hang runtergelaufen und irgendwo war dann halt ein Dodo. Ich bin voll auf den drauf getreten. Oh, der arme Mann. Das ist Matsch, ja? Ja. Oh! Rest in Pisse, Santox. Wir uns noch ein bisschen Fleisch. Die Frage ist, ich mach hier oben dann so einen Balkon, dann kann ich das hier eigentlich wieder wegreißen. Was? Passt echt nicht. Baue ich da wieder was hin auf der anderen Seite? Da so eine Brücke rüber bauen. Oh, ich dachte, du hast da. Nee, ich will hier oben so einen kleinen Balkon hinbauen. Also, dass wir hier oben, keine Ahnung, dann noch ein Haus hier drauf oder so, dann baue ich einfach ein 10 Kilometer hohes Haus. Da ist Öl. Da ist Öl. Also, ich glaube, geiler als Santox und sein Kollege, da kann man echt gar nicht bauen. Das Haus hat ist einfach so dermaßen übertrieben. Das sieht schon sehr geil aus, ja. Dann du musst dir ja da mal von innen angucken. Hab ich da, ich war doch gerade da. Das ist echt krank. Wenn ich hier angegriffen, Alter, was ist falsch? Okay, ich hab kann jetzt ich nichts das? Mehr, was ich wegpacken muss. Tatier. Nee, das kann. Schade, das geht leider nicht. Wo kommt denn schon wieder dieser scheiß Wolf her? Birnen! Weiß mal rein. Ja. Hm. Ja, gut, dann benutze ich das aktuell nicht. Da muss man gucken, ey, was kann ich denn sonst dahin bauen? Packen wir den Pfeil und so weiter. Das ist, wir brauchen mal wieder ein ordentliches Lager für uns. Gut, dann müssen wir aber halt irgendwo anders bauen, wo so 8 Tresore nebeneinander passen. Ich muss mindestens die Wand hier auch abreißen, leider. Welche? Die hier. Nee, brauche ich nicht. Und dann eigentlich die da auch noch. Level 12. Oh, die sterben hier gerade alle. Ja, die muss ich auch abreißen, damit es einigermaßen gut aussieht, was ich hier gleich mache. So, ja, dann brauche ich Aggression to aggressive, neutral. Die Wand. Oh, ich hätte auch einfach 6 drücken können, denke ich mal. Ach ey, hier hinter. Da ist noch ein Dings, ne? Dahinter ist noch ein Raum, versteckter. Ach so, in dem 4. Ja, ich weiß, dass hier einer drin ist, aber. Ach so, ja, da weiß ich doch. Hat er von Asylberries gesagt. Alles klar. So. Oh nein. Kannst du eine Türe bauen? Eine Tür? Ja. Ach ja, genau, ich sollte ja auch einen Generator aber bauen. Aber dabei ja was. Warte, eine Thatch-Tür, ja, ne? Ist ja scheißegal, ob Junge, eine Tür Junge, geh mal hier runter. Ja? Geh mal hier runter, geh mal in die Tür da rein. Und guck in den Schrank. Was ist da drin? Oh, ja, guck doch da rein, aber verballer bitte nicht alles. Alter, nice. Aber das ist Thatch, was soll ich mit. Obwohl, das Wooden Seal, den kann ich gebrauchen. Doch, wie viel darf ich davon benutzen? Frieren die Matzfarben. Oh, scheiße, ich sterb gleich. Apropos. Und jetzt verreckt er an der Kälte, Alter. Schnell raus Nein. hier. Ja, wenn du jetzt gerade unterwegs bist, dann baue ich den Generator jetzt nicht. Aber was war das andere, was wir. Kannst du machen? Ich brauche doch kein XP. Was war das andere, was wir bauen wollten? Die. So. Oh. Generator, was die noch? Hälfte. Generator und Kühlschrank. Und Grill. Oh, ich bin super schwer, Mann. Polymer, wir brauchen richtig viel Polymer. Ja, können wir ja dann hier Pinguine knüppeln. Ja. Muss ich noch meine Rüstung anziehen? Ach, was für Rüstung anziehen, Alter. Ich lieg da jetzt einmal mit dem Vogel, mit dem Kackvogel. Ich gehe einfach ganz, ganz langsam zu unserem Haus. Weiß sie alle weg und dann ist vorbei. Ganz, ganz langsam. Sehr langsam. Oh, meine Fackel hält nicht mehr lange. Ach, da fliegt ich muss auch gleich einer. Mal meine Spitzhacke reparieren, die ist auch schon fast kaputt. Hallo! Boah, mich hat's ganz schön zerlegt gerade im Schneegebiet, du. Ich bin fast da. Und also ich glaube, ich hatte nur noch so 80 HP oder so im Schneegebiet eben. Knapp. Oh, kalt. So. Und so. So, in unser Haus kommt jetzt erstmal keiner mehr rein. Das ist schon mal richtig gut. Das ist schon mal 10 von 10 Gutheitspunkten, würde ich sagen. Außer, ach nee, Admin geschützt. Ja, stimmt. Ja. Das finde ich halt ein bisschen kacke. So, weißt du, dass wir einfach Admin geschützt machen können und die anderen nicht, die im Tribe sind. So, die können das dann nicht für sich selber saven. Finde ich ja, ein bisschen schade. Okay, da brauche ich dann. Wart ab, was in den nächsten Updates kommt, dann eventuell ändert sich da ein bisschen was durch das Hierarchiesystem. So, kann das sein, dass die beiden Häuser unterschiedliche Höhen haben? Eigentlich nicht. Oder? Eventuell minimal.
Ja, das merkt man gerade mega. Ach, meinst du wegen dem komischen Boden, der auf einmal höher ist? Oder was? Ja, komm mal hier raus. Komm mal hier oben auf unseren Balkon. Der ist gar nicht da. Wooden Ramp, kacke, das funktioniert echt nicht so. Depp ist gar nicht da. Ich mach er kullert da runter, ey. Ich kack ab. Oder ich mache einfach... Ne, es geht auch nicht. Ne, die muss ich wieder zerstören. Zack. Ja, ist gedacht, Alter, was für ein fetter Vogel. Ist halt öfter so, dass du einfach dann baust, dann passt das nicht, dann zerstörst es wieder. Wer Pinguine? Der hat dann Kopf. Für was brauchst du das Polymer? Für den Kühlschrank. Ach, okay. Come on. Ach, leck mich arg. Ohne Spaß. Leck mich. Er will's einfach nicht machen. Babys. Ja, genau. Baby, Level 92. Hast du eigentlich gelitten? Okay. Hallo. Das so, ich das weiß nicht, wie viel ich jetzt hab. Haus, glaube ich. Ich hab. Du meinst, weil das hier höher ist? 20. Nee, das der. Pass auf, ich zeig's dir nochmal, okay? Ja. Da. Achso, ja, weil er sich den Snappoint hier oben nimmt. Ja, aber müsste du was, das nicht eingeteilt sein, dass hier dann kein Leer und so, weißt du? Nee, die Rampe hat einen festen Winkel. Oh Gott, das ist ätzend. Das ist so ein bisschen... Was meinst du, warum die Rampe da drüben so arsch aussieht? Warum kann ich mich jetzt nicht mehr bewegen? God damn it. Okay, warte mal. Das ist halt so ein bisschen... Ja, ist halt echt ein bisschen arsch. Dann nehme ich keine Rampe, dann nehme ich einfach einen Slopped Roof, weil genau, das müsste ja im richtigen Winkel sein. Also wenn hier einer in den Hohlraum reinfällt, der hat auch gearscht, ne? Der kommt nicht mehr raus, ne? Geiler Scheiß. Hab ich schon das gesagt. Der Arschraum. Ah, guck mal, das passt doch perfekt. Nice. Ja, das ist halt wie gesagt, musst du viel testen und tun und machen. So, jetzt kann keiner mehr in den Hohlraum reinfallen, ne? Im Eisberg? Ich sagte, jetzt kann keiner mehr in den Hohlraum reinfallen. Wir brauchen ja, hier Licht, alles. Das geht auf die Nerven, dass es das alles so dunkel ist. Ja, wir farmen doch schon das Material. Fackel, geh mal bitte aus dem Weg, ups. Was wollte ich denn jetzt eigentlich noch bauen? Hau ihm eine rein. Ach Leute, dann nimm doch einfach den anderen Weg. Ja, du kommst jetzt hier nicht durch. Warte, ich muss erstmal meine Ja, da Polymer vergammelt gerade, ne? Junge? Ja, ich kann mich nicht bewegen. Was soll ich denn tun? Pack irgendwas in die Kiste rein. So, jetzt geh. Das Polymer vergammelt gerade, ja. Ja, das ist jetzt deine Standardausrede oder was? Das hätte ich auch gesagt. Ja, weißt du, Sepp ist eine Frau, der braucht immer Standardausreden. War doch Kacke. Der Refrigerator, ne? Ja, ja, klar. Hm. Ja, ja. Nun, das wollte ich gar nicht machen. Genau, das ist das Ding, jo. Refrigerator. Ich hab sogar den Dings mal gelernt, hier den Industrial-Kram. Ich sag dir mal, was man dafür braucht. Ah, 40 Zement passt und 40 Öl brauche ich. Hey, kannst du kannst du eine Türe bauen, Fritzes? Ja, kann ich ja bauen. Bleib mal hier. Sepp, kannst du eine Pelzrüstung bauen schon? Nee, kann ich nicht. Baut den Scheiß selber, ich lernen, Mann. Aber... So. Kann ich von einem anderen Track Smithy benutzen? Ich glaube, Smithy ist öffentlich, ja. Noch ist zu. Kann ich mich mal kurz rein und versuchen, weil ich habe nämlich ein bisschen Pelz. Ich würde gerne mal gucken, wie teuer so ein Teil ist, nämlich, weil ich habe nämlich gelernt. Was diese Leute, Vogel? Die was von mir der uns wollen. Sepp, du. Hast du einen Vogel? Dann flieg mal zum Vulkan und geh da zu der Smithy hin. Sepp sagt ihm, dass er für einen kompletten Satz braucht er 400 Fell. Jo. Nee, sag ihm das nicht, wenn er das nicht herausfindet, ist das witziger. Ja. Nee, und vor allen Dingen, nee, unsere Smithy geht nicht, weil das ganze Material drin von uns ist. Ja, da ist so viel mehr Material drin bei uns. Also, das ist gerade echt scheiße. Du brauchst 400 Pelz für ein ganzes Set. Will der sich Pelzrüstung machen oder was? Was wollte ich. Ah, ja, die Tür. Was brauchst du? Boah, Alter, er sollte. Der musste Fitzes fragen. Ich kann's nicht. Ja, dann sag das doch mal in-game, Junge. Weißt du, laberst die ganze Zeit ich so. Ich versuche hier gerade mit dem Sepp mich zu unterhalten. Der Kühlschrank, warte mal. Generator so. Und Kühlschrank. Hä, hey, hier war einfach, das eine Gebäude stand ganz komisch da dran. Warte, ich will jetzt nicht hier runterfallen, wenn ich das die kaputt mache, ne? guck mal. Was für eine Tür brauchst du? Unser Dach ist kaputt. Was für eine Tür brauchst du? Wie oft denn jetzt noch? Ja gut, nicht schlimm.
Grimm. Ey, wir haben gar keinen Platz hier. Was für eine Tür brauchst du? Er hat sich schon erledigt. Ich habe eine gefunden bei Sepp hatte noch eine hier drin. Für hier oben war die Tür, weißt du, damit wir hier draußen rein können. Ey, wohin mit dem Generator, mit dem Kühlschrank? Ey, wir haben hier echt gar keinen Platz, ne? Ja, im Zweifelsfall. Aber die Folge geht auch schon echt lange eigentlich, oder? Die Bude nochmal einreißen ein Stück. Ja, nach hinten, ne? Aber zu weit können wir auch nicht. Ja, wir sollten gleich echt mal Schluss machen für heute. Aber gleich schon wieder eine halbe Stunde, ey. Ja, alles klar, machen wir das so. Ah, nach hinten ist halt nicht mehr so viel Platz, ohne dass wir den anderen dazu bauen. Dann würde ich einfach schon mal sagen, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis bald. Oh, bis dann. Tschüss. Tschüss.